Zwei Nonnen, die 44-jährige Federica und die gleichaltrige Isabel. Vor 3 Jahren sind sie sich bei einer pastoralen Reise näher gekommen. Jetzt haben die beiden in Turin geheiratet. Standesamtlich, versteht sich. Federica sagt, wir wünschen uns von unserer Kirche, dass sie alle Menschen, die sich lieben, aufnimmt. Das wünsche ich mir auch. Klar, in der Kirche sind alle willkommen, egal welcher Orientierung. Aber mit der kirchlichen Trauung für Homosexuelle, da tut sie sich schwer. Auch mit dem Segen für die Paare. Es fehlt an einem Ritus, mit dem die Kirche den homosexuellen Paaren sagt, es ist gut so, eure Liebe ist gut so, ihr seid ein wichtiger Teil der Kirche. Ich hoffe nur, dass sich Federica und Isabel nach dem Kloster nicht auch von der Kirche abwenden. Von der Kirche, die zwar die Liebe predigt, ihre Vielfalt aber ausblendet. Aber vor allem wünsche ich mir, dass die beiden Verliebten sich nicht von Gott abwenden, denn Gottes Liebe ist größer als unser menschliches Klein-Klein.